So, weiter geht's. Wir holen uns jetzt erstmal diesen guten Scherben. Die werden sofort angreifen. Ich muss sehen, was du siehst. Das hier war es wohl nicht. Was siehst du, alte Freundin? Hm?
Aber ich brenne! Das ist hier unten. Das muss doch irgendwo hier einen Eingang geben, oder? Ja. Das muss eine dieser Scherben sein, die dem Sockel gehören. So, da wäre Nummer 1. Dann haben wir hier oben Nummer 2. Da reise ich mal dahin. So, dann jo, das ist die richtige Stelle. Ui, Großer, ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. Ich sollte mich vermummen. Und da ist es. Schicksal wartet schon. Ja.
Tja, ihr habt nur an der falschen Stelle gesucht, Freunde. Tagebucheintrag gefunden bei Dun Arddreck. Mein Rücken schmerzt, weil der Anführer uns lauter Baumstämme schleppen ließ, um ein Gerüst für eine Ausgrabung zu bauen. Er ist überzeugt, dass etwas Glänzendes in den eingestürzten Ruinen zu finden ist. Ich bin da nicht so sicher. Wie reich kann jemand gewesen sein, der in einer Hütte an den Klippen gelebt hat? Doch dort gibt es niemals genug Gold, als dass es sich lohnt, dafür zu ertrinken. Huh?
sie mal nachsehnen. Ja, diese Scherben sind dann doch nicht so einfach, wie man das denkt. Also ich wäre eigentlich nicht aufs Meer raufgeschwommen, aber habe mir immer gedacht, komm, schau mal, wie weit es geht. Und als es so weit rausging, habe ich mir gedacht, daran muss irgendwas sein und die müssen hier irgendwo sein. Nein. Hä? Moment. Das ist nicht. Ja.
Brief, der in der Nähe des Sockels gefunden wurde. Wenn du dies liest, ist es zu spät. Ich habe mich längst mit meinem Bruder und dem Goldstück nach dem Allessuchen aus dem Staub gemacht. Vermutlich haben wir bereits im Dorf verkauft und schwelgen nun in unserem neu gewonnenen Reichtum. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ich sollte mich umsehen. Im Dorf also, ne? Okay. Einen Schritt näher. Brief, der in einem Haus gefunden wurde. Der Goldschein hat dich verwundet. Ja, genau. Er hat dich getötet, nicht ich. Ich könnte das gar nicht. Ich muss die Scham verbergen und deine Leiche tief unter der Erde. Meine Seele wird tief des Waldes verschwinden. Fußspuren. Jemand hatte es eilig. Oh, du armer kleiner Junge, bist verblutet. Brief, der bei einem toten Mann gefunden wurde. Weißt du noch, als wir jung waren? Du warst stark wie ein Bär, ich war schwach wie ein Reh. Ich wünschte, wir könnten wieder jung sein. Und wenn auch nur, weil du da noch gelebt hast. Vielleicht wird dein nächster Pfad nicht von mir verkürzt. Eieiei. Also ich weiß ja nicht, was die für eine Fehde hatten, aber die war nicht ganz gesund.
hier sieht mir doch eher nach einer Arena aus. Was? Ah ja, wärest du so lieb und würdest in den Feenteich warten, damit ich dich den Feen opfern kann? Ich soll mich von dir töten lassen? Seit die Albträume begannen, höre ich das Flüstern der Feen. Sie versprechen mir Macht, wenn ich Opfer für sie finde. Als Lohn für meine Mühen führten sie mich sogar zu einem ihrer Schätze, einer wunderschönen Scherbe. Also bitte, steig in den Teich. Wir probieren es mal mit Überreden. Feen sind gerissen. Bist du sicher, dass dir diese Scherbe nicht den Verstand vernebelt? Ich fühle mich in letzter Zeit nicht mehr ganz wie ich selbst. Du könntest recht haben. Bring diese Scherbe weit weg von mir, bitte. Das waren alle Scherben. Zeit, den Tempel zu öffnen und diesen Albträumen ein Ende zu setzen. Oh ja. Und Cassandra dachte wirklich, ich bräuchte ihre Hilfe. Boah, die hat doch nicht alle Latten am Zaun.